Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Nico Rosenberg und Sie befinden sich heute mit mir auf dem Trecker im Chaser in Paddock Nummer 80 at Dean Baker's Farm. Ich glaube, es sind jetzt circa 14 Monate, aber ich war zwischendrin leider auch schon einmal zu Hause. Zu Hause war es relativ langweilig. Ich habe 3 Wochen Heimaturlaub gemacht. Du weißt ja, ich habe die meiste Zeit gearbeitet. Ich habe 6 Monate die Farm hier bereist. Und ansonsten Tasmanien, West Coast, ein bisschen von der South Coast. Und ansonsten habe ich die Städte abgeklingelt. Sydney, Melbourne, Cairns, Perth, Adelaide. Wovon definitiv mein Favorite Melbourne ist. Und da lasse ich halt auch nichts drauf kommen. Nicht mit irgendeiner zweiten Person hierher kommen, alleine. Alles alleine machen. Weil man dann feststellt, dass man persönlich noch mal ein bisschen reifer wird. Ich war nämlich noch ein Tucken schüchtern, als ich nach Australien gekommen bin. Hab mich jetzt die letzten Tage gerade ein bisschen geärgert, dass ich am Anfang noch ein bisschen schüchtern war, weil man da vielleicht ein bisschen mehr hätte erleben können. Und ansonsten, wenn ihr eher Party-People seid, dann fangt an der East Coast an und wenn das eher ein bisschen ruhiger haben wollt, dann an der West Coast. Ja, also auf jeden Fall immer frische Unterhosen. Das ist ganz wichtig. Weil sonst hat man nicht viele Freunde. Weiß ich nicht. Was muss man denn unbedingt dabei haben? Vielleicht ein Taschenmesser. Aber nicht im Backpack, fürs Kabinen-Backpack. Nicht ins Kabinen-Backpack, weil ansonsten wird das weggeschmissen. Das müsst ihr schon in euren richtigen Backpack schmeißen. Weil Taschenmesser, hier so ein Schweizer Taschenmesser, wo man alles dran hat, sehr wichtig. Ja, ich war in Melbourne und war gerade ein bisschen verzweifelt, weil alle gesagt haben, boah, ich finde keinen Job und ich habe kein Geld und weil ich glaube, ein schlechter Barkeeper bin oder sowas. Habe ich mich dann beim Jobshop einfach nur auf 2 Jobs beworben oder ich glaube nur auf diesen einen Job. Und 2 Tage später hat dann Dean mich angerufen und ich war gerade an der Great Ocean Road und er hat gefragt, ja Nico, wie sieht's aus, willst du rüberkommen? Kannst du nächste Woche Dienstag anfangen und es war Samstag. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Zeit, ich komme rüber, habe einen Flug gebucht und dann schon hier. Dazu muss ich aber sagen, ich hatte ein sehr gutes Empfehlungsschreiben von meinem ersten Farmjob. Der erste Farmjob war auch Chaser Bin Driver. Der zweite war Traktorfahrer auf der Cherry Farm, wo ich die ganzen Cherry Kartons von den armen Cherry Pickern weggefahren habe. Und danach hatte ich diesen Job. Also 3 Jobs. Das war's. Ja, ich habe das jetzt immer noch nicht die East Coast gemacht und leider fehlt mir noch ein Tucken von Tasmanien. Und Tasmanien ist, glaube ich, somit der schönste Part, deswegen muss ich das definitiv mit reinpacken. Und East Coast deshalb muss man gemacht haben mit Sundays und was weiß ich nicht alles. Es sind halt so, wenn du dann irgendwann zurückgehst nach Deutschland und ich frag irgendwer, ja, wie war es denn bei Wet Sundays? Und du sagst, ach, die habe ich eigentlich nicht mitgemacht. Das ist ein bisschen schwer. Ah, das war das erste und letzte Mal, ja. Kannst du mal erzählen, warum? Nee, einfach zu wenig Zeit. Und du weißt ja, ich habe ja diese Bertha. Ich habe mir Bertha gekauft. Du musst jetzt mal bitte erklären, was Bertha ist. Bertha ist meine Drohne. Und Bertha braucht immer 5 Minuten, um anzufangen mit Filmen. Und das hatte die Gruppe nicht über für mich. Deswegen... oder ich wollte die auch nicht nerven damit und alles und mir war das ein bisschen zu hektisch und da im Bus sitzen und hast eigentlich nur deinen Sitz als Privatsphäre. Ja, zum Beispiel South Coast, Great Ocean Road und sowas, das waren alles Melbourne-Leute aus dem Hostel. Das war mega geil so an sich, weil es einfach 4 Leute waren, davon waren 3, inklusive mir, 3 Deutsch. Aber wir mussten trotzdem Englisch sprechen. Aber war ganz geil, ja. Aber
für einen Roadtrip entweder alleine oder höchstens zu zweit. You know, weißt du, zu zweit, das wäre so eine schöne Gruppe. Ich warte jetzt hier gerade am Rand des Feldes. Gleich leuchten vielleicht die seine Lichter irgendwann, so rundum Lichter. Und das heißt dann, oh, Grain ist voll. Und dann fahre ich da hin und sammle das von ihm. In Höchstgeschwindigkeit. Was ist die Höchstgeschwindigkeit? Der Trecker hat leider ein bisschen Probleme, deswegen ist Höchstgeschwindigkeit nur noch 32 km/h anstatt 46. Und wie viel Zeit verbringst du im Traktor stehend, ohne irgendeine Aufgabe zu erledigen? Auch das sind bestimmt so im Moment 50% des Tages. Das war dann das Interview. Wofür man sagen muss, dass er fürs Rumstehen bezahlt wird. Ja. Ich glaube $23 die Stunde. Ja, im Moment ja. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr fürs Rumstehen. Ja. Was nicht schlecht ist, ja. Eigentlich sitzen meine Lunchbox da, weil die ja mit Menschenrechten da oben sitzen. Action! Und das muss da mit drauf sein. Soll Action! Action! Warte! Action! Wird ein bisschen muckelig hier. So. Wie lange bist du schon in Australien? Was ist dein absolutes Reise-Gadget? Gadget. Was muss jemand unbedingt dabei haben, um hier zu überleben? Eigentlich spricht man ja Gruppe ab 3, ne? Ja. Okay. Aber ich habe ja verschiedene Persönlichkeiten, deswegen.